herzlich willkommen am 5. April. Bist du wahnsinnig? Gott sei Dank. Endlich habe ich es ihm zurückzahlen können. All die Sendungen, die mir jedes Mal einen Herzinfarkt verschafft. Das gibt's doch gar nicht. Und ich meine Umkippe. Ich gucke mir doch die Unterlagen hier an. 7. April. Wir begrüßen euch sehr herzlich auf, bei unserer neuen Sendung, bei unserer neuen Folge Shoki Banuki Daily. Mit Sascha, ich weiß nicht, wie lange noch. Und mit mir, dem Pujat. Und Gong. Was haben wir für heute mitgebracht? Gong. Erfahrungsgemäß fangen wir immer mit dem Geburtstag an. Ja, hast du was dabei? Atme du noch, versuch runterzukommen, den Puls auf unter 300 zu kriegen. Heutiges Geburtstagskind ist Franck Ribéry. Franck Ribéry? Franck Ribéry. Franck Ribéry. Frankreich. Der hat Geburtstag, der ist nämlich geboren am 7. April 1983. Enfant terrible, sagt man ja auch zu ihm. Oder Le Footballer. Le Footballer auch. Franck Ribéry ist französischer Fußballspieler, unter anderem beim FC Bayern München und in der französischen Nationalmannschaft seit 2006 gewesen. Und wurde in Frankreich 2007, 2008 und 2013 und in Deutschland 2008 zum Fußballer des Jahres gewählt und 2013 zum Fußballer des Jahres Europas. Boah, das war ja also Franck Ribéry. Ja, Franck hat ganz schön drauf. Mhm. Genau. Und am 7. April 1453 wird das christliche Konstantinopel von den Türken vollends eingeschlossen und bis zu seinem Fall dann belagert. Genau. Ja, das war am 7. April 1453. Ist schon ein bisschen her. Ja, ein Ticken vor Franck Ribéry. Und ein paar Jahre danach gab es dann diese Moderne der Antike. Ich weiß, ein Widerspruch an sich. Und Konstantinopel bekam einen neuen Namen. Nämlich Istanbul. Nee, jetzt hör auf. So was du das alles weißt. Ja. Ich könnte meinen, du bist Dr. Brausefrosch. Nee. Ja. Am 7. April 1954 präsentiert US-Präsident Dwight D. Eisenhower auf einer Pressekonferenz die von Dean Guderham Acheson und John Foster Dulles entwickelte Domino-Theorie zum Kalten Krieg. Warum sage ich das? Weil das sehr, sehr wichtig ist. Inhalt dieser Domino-Theorie war, dass wenn man zulässt, dass der Kommunismus Länder, die nicht zur damaligen Russland oder UdSSR gehört haben, ja, so dermaßen unterstützen, dass sie eben dem Sozialismus anheilen fallen, dass es dann einen Domino-Effekt gibt. Und aufgrund dieser Theorie hat man dann angefangen mit diesen Stellvertreterkriegen. Bedeutet, hier der Koreakrieg wurde deshalb geführt, da haben die Amerikaner ihre Truppen hingeschickt, weil sie gemerkt haben, okay, die Nordkoreaner oder die Koreaner damals generell standen unter dem Einfluss von Russland und China, haben da ganz viele Waffen bekommen und wollten den Süden Koreas einnehmen. Und da haben die Amis gesagt, so nicht, Domino-Effekt, wir sind ja nicht von gestern, haben ihre Truppen hingeschickt und dann entstand halt dieser Koreakrieg. Das gleiche war mit Vietnam der Fall, 64 bis 75 und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war das sozusagen ausschlaggebend, aber da haben sie es zum ersten Mal auch benannt und begründet, weshalb es zu den Stellvertreterkriegen in den dritten Weltländern kam. Und das war am 7. April 1954. Genau da. Am 7. April 1348 hat König Karl der Vierte in Prag. Un, deux, trois, quatre. Quatre, ja. Hat in Prag die erste Universität in Mitteleuropa eröffnet. Gibt es da deswegen auch die Karlsbrücke? Ist das wegen ihm? Der Blick ist Gold wert, unbezahlbar. Was will er? Die Karlsbrücke. Ja, doch, deswegen. Ja. Deswegen gibt es auch die Karlsbrücke. Ja. So. 7. April. Das war heute der 7. April in Daily. Shoki Banuki Daily. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Pujan und mit Sashi. Wir sagen Tschüss. Mach es gut. Schwenk du Hut. Schwenk du Hut, genau. Schwenk du Hut. Bis dann. Ciao.